Ring of Steel. Aber jetzt sind wir endlich aus dem Dschungel raus. Jetzt können wir graue Städte sehen statt grauen Dschungel. Anstatt grauen Dschungel. Aber irgendwie finde ich es interessanter, in der Stadt rumzulaufen. Ich weiß auch nicht. Ja, und außerdem kommst du später an historische Orte. Warum spielst du jetzt Petrenko und nicht mehr, wer du auch immer warst davor, Dimitri? Ist Dimitri du warst irgendwo dann wenigstens? Nein, du warst schon immer Petrenko, wenn echt? Du gegen die Deutschen kämpfst. Stimmt. Du warst gegen die Japaner, stimmt. Warst du da anders. Warte mal. Mann, ich bin auch verwirrt. Mit wem habe ich es denn gerade verwechselt? Dimitri hat. Ja, okay, sollte es sein. Egal, ich habe eine Lieblingswaffe. Alleine diese ganzen Zeitsprünge sind so schon verwirrend, weil da nur eine blöde Katze vorkommt. Jetzt haben wir diese blöde Katze nicht mal mehr. Ja, das Ding ist, warum nicht einfach. Oh! Battlefield-Moment! Warum nicht einfach beide Kampagnen unabhängig voneinander, dass du die spielen kannst, die du lieber magst? Weil die basieren ja auch nicht aufeinander. Die treffen sich nie und zeitlich ist es ja auch komplett irrelevant voneinander. Das Spannende ist eh, die, wo man gegen die Deutsche kämpft, weil das Ende so gut ist. Das Ende ist nämlich. Man stirbt. Nein, das Ende ist ein Remake von dem Ende aus Teil 1. Das ist dasselbe Ende. Wow, das ist COD3 on Steroids. Hey, Steroide, ich kann Englisch. Oh. Ich muss wissen, dass das einzig Gute an COD3 war, abgesehen vom Tutorial am Anfang, das ist schrecklich. Sind die ersten paar Minuten auf der ersten Mission und dann wird's scheiße. Das ganze Spiel COD3 ist das schlechteste Call of Duty im Singleplayer. Immer diese Deutschen. Schießen auf einen. So. Du bist tot. Du bist tot. Du bist komplett an einer anderen Front, mehr oder weniger. Ja, ich bin rechts von dir. Ja. Weil ich ein Nazi bin. Ja. Guck mal, da ist der Kaffeeadler. Ja, mein Lieblings. Adler. Ja. Wir haben noch keine Aufgabe. Einfach töten die Deutschen. Oder obere Berlin. Ach ja. Geht's hier nicht weiter? Nee, noch nicht. So, na dann. Noch leben zu viele Leute ab. Ah, doch, hier geht's durch. Oh. Was? Wo? Ach, du bist vor tot. Mir. Oh. Komm, ich komm zu dir, ich rette dein Leben und meins auch. Und da ist ein Deutscher. Wahrscheinlich kommt jetzt gleich irgendwie irgendein Skript. Upsi, das war ein Teammitglied. Auf damit, ich würde niemals Teammitglieder töten. Ja, stimmt. Er hat doch gesagt, wir sollen ins Building. Komm. Ach ja. Da hab ich nicht zugehört, weil ich auf dem Boden lag und tot war. Tut mir leid. Ich hab daneben geschossen. Deutscher Stör. Warte, heißt der Fedora, der Typ? Ja, da ist Fedora vor uns. Echt? Nein, aber. Ah, schieß ihn. Der Koop ist so viel besser als der Singleplayer. Oh ja. Warum haben sie das rausgenommen danach? Versteh's nicht. Also, na klar, technisch, weil die ganzen Skripts und so auf einem Spieler basieren. Und außerdem, weil 2 Minuten Gameplay keinen Spaß macht. Komm. Ich bitte sie, boom! Ja. Hat er nicht gesagt, ich liebe sie? Ich bitte sie. Oh. Ich liebe sie. Sie hat meine komplette Familie umgebracht. Du hast sie vom Panzer überfahren lassen. Ich hab den Part abgekürzt. Part, wir rennen nicht wieder vor. Jetzt kann er niemand mehr bitten. Komisch, dass ich, das ist ziemlich eklig gerade. Die geht. Ja, das war ich. Entschuldigung. Schön, dass ich dich wiederbeleben konnte, weil du vom Panzer überfahren wurdest. Weil du bist ja auch flach wie die Flunder. Ja. Stimmt. Aber wenn eine Granate explodiert, dann ist das schon klar. Kann ich ja wieder zusammennehmen. Ja, eben, das geht ja. Mit einer Spritze. Kann ich nicht entglätten? Nein. Ja. Doch, du könntest wie viel Luftballon aufpumpen, aber. Stimmt. Da brauchen wir jetzt eine Spritze für. Doch, eigentlich eine Spritze könnte sogar. Naja. Aber keine Pumpe. Apropos, ich muss erst in einen Schritt kriechen, dann geht das. Dankeschön. Ey, das ist geisterkrankes Asyl. Geisteskrankes Asyl von Deutschland. Ach, das erste, das einzige. Das einzige. Geisteskrankes Asyl. Ja, das ist geisteskrank, die sind ganz dicht. Ja, die sind nicht ganz dicht. Das Gebäude selbst. Ja, das ist verrückt. Das hat einen Sprung. Wow, der ganze Schrank umgekippt, damit er Deckung hat. Wie in einem First-Person-Shooter. Oder letzte Shooter der Reihe. Brauchen wir wieder eine vollautomatische Waffe?
Entschuldigung. Hier sind überall MP40s. Das sind zwar alle Kacke, aber hey. Ja, aber ich hab die und sammle keine Muni dafür auf. Keine Moon mehr! Keine Moon mehr! Muss mehr Moon Base Alpha spielen. Okay. Ich bin schon wieder tot, muss ich rein. Ja, ich komme. Da oben im Haus ist ein Scharfschießer. Das Ding ist, er nimmt. Wow, der ist tot. Ja, das war effektiv. Schießt schon wieder meine Leute ab. Ja. Das haben die auch von vorne zu mir gerannt. Selber schuld. Das spielt echt Probleme mit der Helligkeit. Das ist in jedem Level so. Das wirkt einfach nicht richtig. Das wirkt, als wenn hier wirklich ein Weißabgleich fehlt. War die erzählen gerade Story. Hab ich gleich aufgepasst. Okay. Doch, das ist Grusel-Level. Ja. Sanitäter! Na, das sind Sanitäranlagen. Ah. Wow, das war ein guter Kill. Das geht auch nur in Call of Duty. Nein, eigentlich geht das auch in anderen Spielen, aber Call of Duty. Call of Duty. Achso, ach ja. Hat er jetzt sie oder mich gemeint? Okay. Großartig! Oh, ich will das nicht nochmal. Aber wenigstens sind wir noch im Gebäude, okay. In meinem Geh! Ja, ich mach Dauerfeuer! Yeah! Weil der MG überhitzt nicht, so wie das. Okay, es überhitzt doch. Dass das besser ist, ist aber irgendwie verständlich. Hättest du mal MG auf Level 5 Level? Apropos MG auf Level 5. So viele Deutsche. Aua! Was machen die alle in Berlin? Moment. Nein! So, jetzt. Warum ist das Ziel so schlecht, wenn man tot ist? Kann er nicht genau ziehen. Ich liebe es, wie er eigentlich diese Spritze auspackt und wegsteckt. Und das hier heilt dich. Hey, im MB2 macht das nicht mehr, da packt er die nicht mehr aus. Dieselbe Animation haben sie übrigens in Black Ops 1 wieder verwendet, für Multiplayer. Ja, da kannst du ja die ganzen Second Chance Leute. Wow, sind das viele Leute. Ja, das geht ja auch. Oder? Nimm ich mal einen Raketenwerfer weg, der ist doof. Ja, wow, steh mal in den. Genau, Resnoff. Stell dich in die Deutschen. Das wird zum Snoff. Was sage ich? Ich hab noch keinen Telefonmast gesehen. Nee, ich hab auch gerade dran gedacht, weil er geredet hat. Jawoll! Ach doch. Ich hasse diese Waffe in diesem Spiel. Das ist eine meiner Lieblingswaffen in jedem Zweiten Weltkrieg-Shooter. Und hier. Oh ja, da kommt Platzpatron raus. Das klingt nicht so cool. Ist so eine Software. Ja, aber die Waffe klingt wie Software. Das ist eine Software. Oh. Ha, Alternativ-Hit. Ich liebe ihn. Hilfe, er wurde getroffen. Nee, bei mir Sanitäter. Das ist leider nicht synchron, schade. Weiter durch Berlin. Hey, guck mal, was ist? Was? Da. Was? Wo? Hier. Fertig im Moment? Nein, hier, wo ich bin. Ja, aber das Deutsche war, mitten riechst du die einfach. Die schießen auf dich. Ist egal, ist wichtig, hier zu sein. So, hier bin ich sicher. Okay. Naja, gut. Ich finde besonders, wie das Ganze aufbauen. Wie viele Skripte sie haben. Oder aber nicht angewiesen, bis hinzuschauen. Das ist super. Nee, es passiert einfach nebenbei. Ja, da hast du auch besser Schlachtfeldgefühl. Ja, weil es einfach passiert. Es läuft einfach, es hält einfach so selten an, dieses Gameplay. Ja, viel Gameplay ist es halt nicht. Weißt du, es hat halt Kritikpunkte vom, das Gameplay ist schwach, aber... Wie hat der noch überlebt? Komm her, du. Ich hab daneben Kommando Knife. Es hat nur natürlich keine Parts wie in Call of Duty der Modern Warfare Reihe halt, in der das Schlachtgefühl mal aufhört und du was anderes hast. Das ist ja das Einzige, was die Leute noch loben können. Die Abwechslung im Sinne von, jetzt machst du mal was anderes als nur laufen und schießen. Ich mag übrigens die Musik gerade. Hm. Gut. Wusstest du, dass Hitler nur ein Ei hat? Guck mal, wie sie jetzt alle flüchten vor den Panzern. Ja.
Und ich baller da einfach rein und ich kipp alle um und das ist total. Das ist toll. Und leider haben die nicht bemerkt, dass wir beim Telefonmast waren. Schade. Da hinten endet eh die Start, das vergessen die nur. Uran!